Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play die Sims Mittelalter. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zur 10. Folge. Wir haben heute ein kleines Mini-Jubiläum. Ich finde es voll krass, weil mir persönlich kommt es so vor, als hätte ich dieses Let's Play so vor 2 Wochen gestartet. Das fühlt sich irgendwie noch so neu für mich an. Aber es ist tatsächlich schon die 10. Folge. Ich finde es richtig krass. Wir haben auch gar nicht mehr so viele Questpunkte, glaube ich. Wir haben noch 23 Questpunkte, also wir müssen uns ranhalten. Unser nächstes Territorium soll Spanbeck werden. Weil wenn wir das eingenommen haben, dann brauchen wir weniger Questpunkte. Minus ein Questpunkt bei Quests für 3 bis 4 Questpunkte. Das wäre natürlich super, aber um uns Spanbeck einzuverleiben, brauchen wir noch ein paar Sachen. Was ist denn genau das Ehrenturnier ist da, diese Quest. Dafür brauchen wir. Kommt natürlich darauf an, welchen Approach wir wählen. Den Kandidaten aus Spanbeck sabotieren, was schon ziemlich lustig klingt, ehrlich gesagt. Oder einen Kandidaten aus Simotalia stärken. Ich weiß nicht, welche Option mir besser gefällt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr jemanden sabotieren möchtet oder ob wir einfach unseren Kandidaten stärken sollen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall ein Königsballfeld, eine Schenke und einen Übungsplatz. Ritter und Monarch, Arzt Level 5, Zauberer. Also da hätten wir zumindest, ich glaube, von den Helden schon alle, oder? Eine Schenke fehlt uns halt noch und ein Königsballfeld. Und hierfür bräuchten wir einen Spion, der mindestens Level 5 hat. Ich glaube, was wir auf jeden Fall machen werden, ist uns eine Schenke zu bauen. Wir haben ja hier 50 Königreichspunkte. Unser Wohlergehen ist im Keller. Jetzt sollten wir uns darum kümmern. Ich denke, darum werden wir uns heute kümmern. Hier, da haben wir die Schenke. Ne? Die kostet, da gehen alle unsere Königreichspunkte drauf hier. Und das Königsballfeld? 30 KP. Boah, das ist voll teuer. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Schenke. Und setzen uns da gleich auch einen Barden rein. Henry Parsons. Schauen wir mal, was wir uns da für einen Baden erstellen. Da habe ich doch bestimmt auch schon mal was gespeichert. Das sieht doch badig aus, oder? Der ist doch cute. Den finde ich cute. Haben wir noch irgendwie was? Ich glaube, das hier war auch eine Badin, die ich mal erstellt hatte. Aber ich glaube, die Rolle möchte ich tatsächlich mit einem Mann besetzen. Oder der ist doch cute, oder? Komm, den nehmen wir. Wie heißt du denn? Er hat noch keinen Namen. Aber guck mal, wie süß der ist. Der sieht aus wie ein richtiger Herzensbrecher. Was haben wir denn für Namensvorschläge? Percival Lockhart. Ich weiß nicht, irgendwie ist das. Das ist schon gut. Percival Lockhart. Wir gucken mal weiter. Edmund Findlay Watt. Simon Fitzwilliam. Hey, das klingt auch gut. Barde Simon. Ich glaube, ich belasse es bei Simon. Die Haare möchte ich gar nicht ändern. Die Augen sind sehr schön. Und bei den Outfits gefällt mir das aber eigentlich auch schon tatsächlich sehr, sehr gut. Ich liebe diese Sims-Mittelalter-Outfits. Die sind so geil. Ich glaube, das war das, was er am Anfang anhatte, ne? Und das finde ich glaube, das werden wir fast auch behalten. Die hier sind mir zu bunt. Das sieht eher so hofnarmäßig aus. Boah, ich liebe auch die Musik. Ja, nee. Nee, ich glaube. Wobei, das ist auch nicht schlecht, aber nee. Wir belassen es, glaube ich, bei dem hier. Wie heißt er jetzt nochmal? Simon Fitzwilliam. Okay. Ach, und die Merkmale. Was hat er denn für Merkmale? Ein Trunkenbold, Scherzkeks und Redegewandt. Natürlich ist er ein Trunkenbold, ne? Oder wollen wir ihm was anderes geben? Hä, wisst ihr, was ich auch gut fände? Zügellos. Zügellose Sims sehen sich nach Liebe, allerdings weniger auf seelischer Basis. Sie sind stets auf der Suche nach einem Abenteuer, ungeachtet der Etikette und Konsequenzen. Außerdem ist er ein Scherzkeks und Redegewandt. Das klingt doch nach einem sehr, sehr vielversprechenden Baden. Dann haben wir da jetzt auf jeden Fall unseren neuen Helden schon mal besetzt. Wir haben eine Schenke gebaut, wir haben keine Königreichspunkte mehr und können daher leider auch kein Königsballfeld bauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, egal was wir für eine Quest heute machen, da werden sicherlich ein paar Königreichspunkte rausspringen. Dann können wir uns das Königsballfeld bauen und in der nächsten Folge hoffentlich diese Quest angehen. Wobei, wartet mal. Unsere Spionin. Ah, unsere Spionin ist erst auf Level 4. Dann wäre es vielleicht tatsächlich ganz gut, wenn wir heute eine Quest spielen, wo wir mit der auf Level 5 kommen könnten, oder? Damit uns beide Optionen offen stehen. Was haben wir denn hier überhaupt im Angebot? Eine Welle der Grobheit. Obwohl Simotalia blühte und gedieh, wurden die Bewohner wegen ihrer allgemeinen Unwissenheit und ihrem unfeinen Benehmen verspottet. Es wurde Zeit, Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die Leute ihre schlechten Manieren abgewöhnten. Okay. Was muss ich da tun?
Wir können sie entweder disziplinieren oder ausbilden. Oder das könnten wir mit dem Baden machen. Und disziplinieren auch mit dem Baden. Oder mit dem jakobanischen Abt. Ey, das finde ich gar nicht schlecht. Darüber können wir auf jeden Fall nachdenken. Aber... Oh, ein Thronfolger. Befreiung aus der Schreckensherrschaft machen wir auf jeden Fall nicht. Ich möchte Königin Catherine nicht loswerden. Was ist das hier? Gefährliche Gedanken. Achso, wir bräuchten eigentlich tatsächlich was fürs Wohlergehen, ne? Aber da steht uns gerade nur das hier offen. Und ich will die Monarchin nicht töten. Hier, genau. Ehrlich, du wirst das Oberhaupt in diesem Quest dauerhaft beseitigen. Das wollen wir nicht. Was haben wir denn hier bei gefährliche Gedanken? Wenn ein Königreich wuchs, musste vorsichtiger mit den Untertanen umgegangen werden. Manche waren der Ansicht, dass eine gebildete Bevölkerung den Weg zu Reichtum bereite, doch andere hielten dagegen, dass ein wissendes Volk schwer zu lenken sei. Wie würde das Oberhaupt von Cimatalia mit der Suche der Bürger nach Wissen umgehen? Mit wem kann ich das spielen? Nur mit der Königin. Ja, Leute, dann... oder Lehrling des Schmieds. Ich glaube, wir werden die Welle der Grobheit spielen. Mit dem Baden. Das ist halt ein bisschen blöd, weil ich hätte gerne die Spionin noch ein bisschen geupgradet, damit wir vielleicht mit der die nächste Quest spielen können. Aber ganz ehrlich, wenn es nicht sein soll, ne, dann soll es nicht sein. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir die disziplinieren oder ausbilden wollen. Schlechtes Benehmen muss schnell und gnadenlos bestraft werden. Das klingt irgendwie... weiß ich nicht. Ach, wartet mal, wir kriegen dafür nur 20 Königreichspunkte. Ah, sollen wir das dann trotzdem machen? Ich meine, ich glaube, wenn wir die mit Platin abschließen, kriegen wir mehr. Also kriegen wir am Ende vielleicht trotzdem 30? Ah, das wäre natürlich blöd, aber wir werden sehen. Die Einfühlsamen können den Ungehobelten Hilfestellung geben, ihr unfeines Benehmen zu korrigieren. Ja, ich glaube, das machen wir mit dem Baden. Genau, ich werde diesen umnachteten Seelen Kultur beibringen. Simon der Troubadour. Ja, gut. Hey, da bin ich jetzt aber gespannt, ne? Ich spiele eigentlich immer gar nicht so gern mit dem Baden, aber Simon ist so ein Süßer. Vielleicht ändere ich jetzt meine Meinung über diese Rolle. Simon der Troubadour war betrübt. Oh nein, der betrübte Troubadour. das ist ein guter Folgentitel, den muss ich mir merken. Er wollte doch nur ein nettes, friedliches Gläschen in der Schenke zu sich nehmen. Aber Krawallmacher und Nichtsnutze verdarben das mit ihren Fürzen, Rülpsern und Rufen? Spiel nochmal, sah ein Knab eine Simse stehen. Ich hab's, sagte er, ein Liedchen auf der Laute wird mich aufheitern. Wir starten stark in diese Folge. Wir starten wirklich stark. Okay, Leute, wir gehen erstmal wie üblich in den Dorfladen. Kaufen uns ein bisschen was zu essen. Kaufen uns vielleicht auch ein bisschen was zu trinken, damit wir uns was Leckeres hier zubereiten können und nicht nur das Standardbier. Ja, gut. Und dann können wir eigentlich gleich pennen gehen, weil es ist schon ziemlich spät, ne? Was müssen wir denn machen? Das wird mich von den widerwärtigen Bauern ablenken. Eine Stunde an der Laute üben. Und das ist eine sehr gute Idee, weil als Troubadour, ne? Ist das schon wichtig. Wir kaufen uns jetzt irgendwas Billiges. Wie viel Geld haben wir dann? 1000 Simoleons, okay. Dann gibt es wie üblich einfach immer Zwiebelsuppe. Oder sollen wir... Nee, wisst ihr was? Ich kaufe jetzt nur Zwiebeln und wir gehen mal angeln. Wir gehen viel zu selten angeln. Aber ich hätte gerne... Nein, kann ich keine Trauben kaufen? Aus was kann ich denn sonst noch was Leckeres herstellen? Warte mal. Wartet mal. Ach so, er ist ja gar kein Trunkenbold. Er ist ja, wie heißt nochmal das Merkmal? Zügellos, genau, zügellos. Ich kaufe ihm jetzt mal die Festbierrezepte trotzdem, weil wir wohnen ja in der Schenke, ne? Wo ist er denn? Er ist so cute. Komm doch mal nach Hause, Simon. Komm doch mal gerne nach Hause. Was essen müssen wir eigentlich nicht mehr? Wir können uns eigentlich gleich in sein Schlafzimmer verkrümeln. Ey, voll das schöne Gebäude übrigens. Ich finde das voll, voll comfy aus. Warte mal. Poop-Scan-Rülps. Ihr ungehobeltes Bauernvolk. Wirklich. Oh, ich kann so nicht arbeiten. So kann ich keine Kunst erschaffen. Komm doch mal hier nach oben, Simon. Halt dich mal von den Bauern fern. Ich glaube, wir lesen jetzt erstmal die Festbierrezepte. Oh, der Süße. Der ist schon sehr cute. Weil ich möchte gerne wissen, was wir einkaufen müssen, damit wir uns was Leckeres brauen können. Okay, ach so, ach, das war ja nur ein einziges Rezept. Das hatte ich schon wieder vergessen. Gucken wir mal, was wir brauchen. Ach so, jetzt geht... Oh, ich dachte, er kann das auch nachschauen, während er noch da oben ist, ne? Aber natürlich nicht. Bänkerbier. Mit Edelstein und Gerste, das klingt absolut ekelhaft. Blutmoos Mary mit Blutmoos.
Festbier mit. Boah, da braucht man zu viele Sachen. Hier mit Gerste können wir uns ein Gerstenbier brauen. Dieses starke Getränk ist ein bisschen dunkler als Weizenbier und haut sprichwörtlich rein. Das klingt doch ganz gut. Oder mit Äpfeln können wir uns Most. Most? Most? Wie spricht man das aus? Apfelmost? Keine Ahnung. Ein klein wenig besser als gewöhnlicher Apfelsaft. Prickelnder Wein. Boah, es gibt zu viele Möglichkeiten. Aber gut. Ich denke. Oh, es ist schon super spät. Okay. Ich wollte jetzt eigentlich mit ihm noch kurz an der Laute üben, aber ich glaube, ich schicke ihn jetzt erstmal ins Bett. Das mit der Laute machen wir dann morgen. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, dass diese drei Bauern hier unten in der Schenke, die stinken ja wirklich. Das sind doch bestimmt die Bauern, die wir ausbilden müssen. Oh, das wird noch spaßig. Okay, aber ich denke, wir wecken unseren Troubadour jetzt mal auf und machen uns was zum Frühstücken. Und zwar eine Zwiebelsuppe. Überraschung, Überraschung. Ich will heute auch auf jeden Fall noch angeln gehen, damit er auch was anderes mal zum Abendessen sich holen kann. Und dann, boah, in deren Gegenwart würde ich nicht frühstücken wollen, ne? Aber er wahrscheinlich auch nicht. Und dann spielen wir erstmal ein bisschen auf unserer Laute. Laute für Anfänger. Jeder aufstrebende mittelalterliche Rockstar fängt klein an. Klang flach. Das klingt doch toll, aber ich fürchte, aktuell können wir uns noch keine bessere Laute leisten. So leid es mir tut. Wir müssen vermutlich auch mit ihm demnächst mal nach einer hübschen Maid Ausschau halten, mit der er sich vergnügen kann, hier, wegen seiner Schwäche. Die romantischen Interaktionen deines Sims sind eher niederer Natur. Was soll das denn bedeuten? Musste dein Sim lange Zeit ohne Küsse und Techtelmechtel auskommen, sinkt seine Laune erheblich. Ja, das wollen wir natürlich nicht, ne? Das wollen wir natürlich nicht. Ist doch mal zu Ende und dann gehen wir mal wieder hier rauf in dein Zimmer. Und üben ein bisschen an der Laute. Üben. Oh, ich will näher ran. Ja, das klingt voll schön. Ich will ein Bild. Das klingt wirklich schön. Ich bin überrascht. Ich bin echt überrascht. Oh, ich verpasse immer so den perfekten Zeitpunkt. Und jedes Mal, wenn ich pausiere, um einen Screenshot zu machen, guckt er gerade total bescheuert irgendwie. Ja, jetzt hat er natürlich die Augen zu. Egal, ich mache jetzt trotzdem ein Bild von dir. Ja, jetzt wäre gerade wieder der perfekte Augenblick gewesen. Aber ich war einfach zu langsam. Oh mein Gott, aber was ist das für ein schmachtender Blick? Es ist wunderschön. Wie lange müssen wir üben? Eine Stunde? Ja. Dann üben wir jetzt mal ein bisschen. Okay, wenn man die Geschwindigkeit schneller macht, dann klingt es gar nicht mal mehr so schön. Aber wir kriegen zumindest ein paar EP dafür. Wie lange müssen wir noch? Warte, was? Ich kann mich noch nicht mal aufs Üben konzentrieren. Ich muss etwas gegen diese Bauern unternehmen. Aber was? Wie soll Simon der Troubadour mit den groben Bauern umgehen? Ich werde mein Glück am Wunschbrunnen versuchen oder ich werde die Bauern einfach zur Rede stellen. Ich, weißt du was, geh einfach hin und sag ihnen, Leute, bitte nehmt mal ein Bad, ihr stinkt. Ich bin sicher, wenn ich die Bauern einfach bitte, sich zu benehmen, werden sie auf mich hören. Das kann doch nicht schwieriger sein, als einen Hund zu dressieren. Hast du schon mal einen Hund dressiert, Simon? I have my doubts. I have my doubts. Okay, wir gehen jetzt mal runter. Vielleicht kann die Bäuerin, Bäuerin Diana, vielleicht kann die ja deine neue Affäre werden, wenn sie sich. Ja, wobei. Ja, wenn ich mir die so anschaue, vielleicht lieber nicht. Die sieht irgendwie zwiderwurzig aus. Okay, Bauer bitten, sich zu benehmen. Die sagte zwar garantiert nein, aber man kann es ja mal probieren, ne? Hat sie ihn gerade angefurzt? Was ist denn mit euch? Wie wär's hiermit, damit du dich endlich mal benimmst? Wow. Einfach wow. Das, okay. Wir versuchen es mal bei Bauer Edmund. Vielleicht kann der sich ja benehmen. Ja, also mit der fangen wir sicherlich nichts an. Die hat ihn einfach angepupst. Hey, die machen sich halt alle einfach nur über ihn lustig, ne? Du kannst mich mal kreuzweise. Okay, was ist mit dir? Bauer Kenneth? Der ist wahrscheinlich auch nicht einsichtiger als die anderen beiden, ne? Boah. Oh, wir haben unsere Tagesaufgaben erhalten. Sehr schön. Ja, ich glaube, der hat es auch nicht so gut aufgenommen. Warum benimmst du dich nicht und hältst den Rand?
Entschuldigung? Dann raus aus meiner Schenke, würde ich mal sagen. Ich kann diese ganzen Grobheiten nicht mehr ertragen. Ich brauche einen Schluck. Ja, ist wahrscheinlich besser so. Aber wisst ihr was? Wir gehen nochmal ganz kurz in den Dorfladen. Ich habe schon wieder alles vergessen, aber ich glaube, mit Gerste konnte man Gerstenbier brauen. Also probieren wir das jetzt einfach mal aus. Die kann ja auch nicht so teuer sein, oder? Trauben? Hä, die ist teurer als Trauben? Ernsthaft? Okay, ich kaufe mir trotzdem jetzt ein bisschen Gerste hier. Wir kaufen jetzt einfach die Gerste auf. Und dann haben wir immer frischen Gerstenbiervorrat. Genau, was müssen wir denn? Ich muss darüber nachdenken und wenn ich denken sage, meine ich trinken. Ja, verstehe ich. Was ist, sind denn unsere Tagesaufgaben? Ein Lied auf der Laute spielen und ein Theaterstück fertigstellen. Ah, das ist der Grund, warum ich nicht so gerne mit dem Barden spiele tatsächlich. Ich glaube, ja, wisst ihr was? Wir kümmern uns erstmal um die Tagesaufgaben. Wir sammeln mal hier ein bisschen Inspiration. Ach nee, auf Entzug. Zügellose Sims bekommen die Wirkung längerer Kuss- und Techtelmechtel-Durststrecken stärker zu spüren. Zeit, dass sich Simon in Bewegung setzt. Ja, aber wen? Mit wem soll ich denn jetzt hier rumtechteln? Mit Diana ganz bestimmt nicht. Die habe ich angepupst. Naja, wir sammeln jetzt mal ein bisschen hier Inspiration. Wie viel Inspiration braucht man für ein Theaterstück nochmal? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass drei ausreichen. Oh, wer bist du? Tavernenbedienung Jack. Ah, okay. Wir schreiben jetzt einfach mal kurz hier ein Theaterstück. Hier über Essen und Trinken und Kunst. Die Kunst des Trinkens. Das ist doch ein guter Titel. Adeliger Ritter oder einfacher Bürger? Komm, wir machen einfache Bürger. Aber ich möchte das anders anordnen. Hier so. Kunst, Essen, Trinken, Kunst. Klingt doch nach einem wunderbaren Theaterstück, oder? Ist ja schon ein bisschen süß, ne? Ich finde, so die ersten Gedichte und Theaterstücke gehen auch noch. Aber wenn du dann irgendwann dir den 15. Titel irgendwie aus den Lippen, aus den Rippen leiern musst, dann wird es irgendwann weniger spaßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir schreiben das jetzt einfach mal ganz kurz fertig, damit wir diese Tagesaufgabe abschließen können. Wunderbar. Ich glaube, die kann man auch sogar verkaufen, oder? Oder wir könnten es aufführen. Die haben wir auf jeden Fall abgeschlossen und dann müssen wir noch ein Lied auf der Laute spielen. Das kriegen wir auch hin. Aber irgendwie ist seine Konzentration gerade im Keller, ne? Was ist, wenn wir uns aufbrezeln? Wir bräuchten einen Kusspartner. Vielleicht haben wir ja Glück und heute Abend kommt irgendeine holde Maid in unsere Schenke. Oh, wartet mal. Da ist eine holde Maid. Wer bist du denn? Hausherrin Samantha. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ich glaube, da sagen wir, da stellen wir uns gleich mal vor. Da stellen wir uns gleich mal vor und dann vielleicht können wir ja ein Liebeslied auf der Laute spielen. Vermutlich nicht. Hey, aber die ist schon süß. Also die gefällt mir um Längen besser als die Zwiederwurzige da. Wer bist du? Philippa, die Heimatlose. Oh. Also das ist doch mal wirklich eine holde Maid, oder? Was haben wir jetzt ausgewählt? Kennenlernen und Plaudern? Hier nach musikalischen Vorlieben fragen. Tratschen. Da, über künstlerisches Schaffen können wir uns auch noch mit ihr unterhalten. Ja, garantiert. Er ist ja auch redegewandt, ne? Das sollte ja helfen. Deine Sims stehen bei der Unterhaltung mit anderen zusätzliche soziale Interaktionen zur Verfügung, die eine Beziehung immens verbessern können. Hä? Zum Beispiel welche? Oh, guck mal, wer da ist. Das Betsy. Unterspionin Betsy. Ich hätte so gern mit dir eine Quest gespielt, ne? Bitte verzeih mir. Ich hätte so gern mit dir gespielt, aber ich hatte keine zur Auswahl. Samantha ist freundlich. Sehr schön. Und sie hält uns für gesellig. Dann machen wir doch mal. Necken? Prügelei. Ich glaube nicht. Ey, das fängt ja schon richtig gut an. Ich glaube, sie findet ihn gut. Wie viele Petraner braucht man, um einen Nachttopf zu lernen? Nur einen, doch es dauert Stunden, weil er erst einmal versucht, die Beziehung des Nachttopfs zum Wächter zu stärken. Okay. Der war. War jetzt nicht der beste Witz, den ich je gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Wir erzählen ihr mal nochmal eine dramatische Geschichte. Ach, das wird super. Ich muss sagen, jetzt habe ich doch wieder ziemlich viel Spaß daran, diese Rolle zu spielen. Aber ich habe festgestellt, dass
auch oft so ist, dass in Let's Plays mir Sachen viel mehr Spaß machen, als wenn ich die einfach privat für mich spiele, weil ich da irgendwie mehr, da gehe ich mehr rein, wisst ihr, was ich meine? Da lege ich irgendwie mehr Herzblut rein, als wenn ich jetzt einfach nur so vor mich hinspiele. Meint ihr, wir können es schon riskieren, mit der zu flirten? Ich wüsste aber immer noch gern, was diese besonderen sozialen Interaktionen sein sollen, die uns hier angeblich zur Verfügung stehen. Oh, wir können sie aber auf jeden Fall um Inspiration bitten. Simon hat folgendes Merkmal in Erfahrung gebracht. Samantha ist auch redegewandt. Oh, und wir sind Freunde. Ja, easy. Dann würde ich sagen, wir loben ihre Tugenden. Wir loben ihre Schönheit und wir erweisen ihr unsere Gunst. Simon wurde inspiriert. Folgendes Thema wurde abgelegt. Thema Liebe. Hey, es läuft richtig gut. Oh mein Gott, ihre Augen sind gruselig. Oh mein Gott, ist das gruselig. Schaut euch das an. Oh Gott, ist das cursed. Aber auch süß. Hat auf jeden Fall gut funktioniert hier, ne? Wir können ja hier... Oh, tief in die Augen blicken. Dieser kleine Schwerernöter. Mein Gott, ist das süß. Was können wir noch hier? Romantisch im Arm. Ein Ständchen bringen. Wir müssen hier ein Ständchen bringen, auf jeden Fall. Leider können wir kein Techtelmechtel mit ihr haben, weil wir haben nur ein Einzelbett, ne? Oh mein Gott, er lässt nichts anbrennen. Er legt sich richtig ins Zeug. Das muss man ihm aber halt auch schon lassen, ne? Er stellt sich echt nicht dumm an. Okay, süße Nichtigkeiten flüstern. Händchen halten. Okay, umarmen. Und dann, Leute, machen wir Nägel mit Köpfen und gehen hier auf den ersten Kuss. Das ist voll cool. Oh. Boah, eigentlich würde ich jetzt schon gern auch ein Techtelmechtel noch mit ihr haben, ne? Oh, war das süß. Oh mein Gott. Und, was haben wir jetzt hier? Das Moodlet ist weg, das Schlechte. Dafür haben wir jetzt erster Kuss. An seinen ersten Kuss wird ein Sam sich noch lange zurückdenken. Erste Liebe, zum ersten Mal so richtig verliebt. Oh, Buch ausgelesen, okay. Dann machen wir doch jetzt mal hier ewige Treue aussprechen. Vielleicht ist er ja auch ein treuer Kerl. Er hat einfach nur gern Techtelmechtel, aber vielleicht ist er trotzdem treu. Das kann ja auch sein. Vielleicht ist er gar nicht so ein Don Lothario. Wir machen hier jetzt auf jeden Fall nochmal leidenschaftlich küssen. Und dann, meine Holde, weiter können wir leider nicht gehen, denn ich habe nur ein Einzelbett. Da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen, fürchte ich. Aber gar kein Problem. Wir gehen jetzt mal hier auf die Bühne. Oh, wisst ihr was? Wir könnten auch unser Theaterstück aufführen und unsere Freundin, wie heißt sie eigentlich? Ich habe ihren Namen vergessen. Hausherrin Samantha. Genau. Oh ja, wir führen die Kunst des Trinkens auf und stellen sie als Schauspielerin ein. Und ich hoffe, das kommt gut an, ne? Ich hoffe, das kommt gut an. Okay. Bade, Schauspielerin einstellen. Samantha? Samantha, komm zurück! Wow, jetzt geht sie einfach. Das ist doch... Sie hat gehört, dass wir sie leider nicht mit ins Bett nehmen können, weil wir nur so ein kleines Bett haben. Und jetzt geht sie einfach. Das finde ich eine Frechheit. Wen stellen wir denn dann ein? Was ist denn mit dir? Bauer Kenneth? Achso, ne, das ist einer von den Stinkenden. Wer ist das? Wirtin Ida. Das klingt doch gut. Die sollte sich ja mit der Kunst des Trinkens auskennen, oder? Unsere Wirtin. Warum glitzert die? Ich weiß es nicht, aber wir führen jetzt auf jeden Fall mal unser Theaterstück auf. Wirtin Ida würde für 43 Simoleons beim Stück mitmachen. Ja, ist okay. Ich hoffe, das lohnt sich. Okay, beginnt das Theaterstück. Ich bin ja gespannt, ob er sich jetzt auch noch verkleidet. Wie cool. Oh, er hat sich echt verkleidet. Hey, sie sieht voll süß aus. Gut, dass Samantha nach Hause gegangen ist, ne? Dass sie das nicht miterlebt. Wie er hier auf der Bühne mit der anderen Schauspielerin flirtet. die anderen Gäste schauen auf jeden Fall zu. Ich hoffe, ihr macht hier eure Geldbeutel locker, ne? Das hat mich 43 Simoleons gekostet, die einzustellen. Das muss ich auch irgendwie wieder rausschlagen. Wer ist hier angekommen?
Gut, Frau Martha. Kirschner Road. Ich kann nicht sagen, ob es dem Publikum gefällt oder nicht. Okay, aber ich glaube, wir sind fertig. Wir haben damit 8 Simoleons verdient. Das ist ja voll der Verlust. Wow, okay, dann müssen wir müssen jetzt noch hier, wir machen nie wieder Techtelmechtel, spielen wir jetzt. Und ich hoffe, dass sie da ein bisschen, oh, aber wir haben 100 EP dafür bekommen. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen mehr Kohle locker machen. Oh, das ist so cool, die fangen alle sofort an zu tanzen. Hey, ich muss sagen, in dieser Schenke geht's deutlich lebhafter zu als in jeder Bar und jeder Disco in Sims 3. Traurig, aber wahr. Traurig, aber wahr. So, ich hoffe, wir kriegen dafür jetzt mehr als 8 Simoleons. Oder waren es 9? Ich glaube, es waren 8. 48! Hä, hey, das hat sich viel mehr gelohnt. Ach so, wartet mal. Ich wollte gerade sagen, er soll jetzt Abendessen machen, aber wir haben ja gesagt, wir fangen uns einen Fisch, ne? Hier, wir gehen ein bisschen angeln. Dann können wir uns was Leckeres zu essen machen. Also, wenn er was fängt. Ja, oh, er hat einen Lachs gefangen. Voll lecker. Lachs ist der beste Fisch, ich sag's euch. Hands down, der beste Fisch. Okay, dann fangen wir jetzt hier noch was. Noch ein Lachs? Hä, haben wir ein Glück. Und hier fangen wir auch noch was. Hä, 3 Lachse, krass. Dann gehen wir zurück in die Schenke. Machen uns was zum Abendessen. Ja, und dann müssen wir uns natürlich auch wieder der Quest widmen. Wir machen uns eine Lachssuppe. Weil das ist gerade das Einzige, was wir tun können mit diesem Lachs, weil wir noch keinen, wir haben nicht so einen Steinofen, sondern nur diesen Suppenkessel. Boah, hier geht's echt zu, ne? Da müssen wir heute vielleicht fast noch ein Lied spielen. Okay, aber jetzt erstmal Abendessen und dann möchte ich gerne was brauen und zwar Gerstenbier. Wir haben ja extra Gerste gekauft und das möchte ich jetzt natürlich auch zum Einsatz bringen. Wenn er aufgegessen hat. Oh, guckt mal. Pfleger Andrew ist auch da. Gerstenbier, genau. Schauen wir mal, wie ihm das schmeckt. Wahrscheinlich findet er das jetzt ultra ekelhaft. Das wäre richtig bitter. Oh, wer sind Sie denn? Bäckerin Adelaide. Getränk holen. Ich habe eine Idee. Dieser Shakespeare hat viele Theaterstücke darüber geschrieben. Shakespeare, oh mein Gott. Soll das für... Ist das eine Anspielung auf Shakespeare? Ich weiß nicht. Viele Theaterstücke darüber geschrieben, wie Leute gedemütigt wurden, damit andere eine Lehre daraus ziehen. Ich meine, können wir schon machen, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auf jeden Fall noch ein Getränk servieren. Und zwar möchte ich Betsy hier noch was von meinem Gerstenbier bringen. Wo ist sie denn? Unter Spionin Betsy. Oh, ich glaube, sie wollte gerade jemanden belauschen. Sorry. Ich liebe Betsy, die ist so süß. Was genau müssen wir jetzt tun? Shakespeare war ein Genie. Woher konnte er so viel über Bauern wissen? Shakespeare eine Stunde lang erforschen. Kann ich das hier machen? Ja. Dann gehen wir jetzt mal den guten Shakespeare erforschen. Während die Bauern hier unten wieder vor sich hin stinken. Und dann müssen wir wahrscheinlich nochmal Inspiration sammeln, weil wir haben gerade nur noch ein Inspirationsthema. Zum Thema Bauern verprügeln fällt mir auch eine Menge ein. Ah ja, und letztendlich lernen die Bauern ihre Lektion. Ja, ich hoffe, dass sie ihre Lektion lernen, aber ist das... Also der Plan erscheint mir aktuell noch ein bisschen zu einfach, aber wir werden sehen. Okay, nach einiger Lektüre war Simon der Troubadour am Ziel. In Umgang mit Bauern wurde der Anführer des Bauernclans betrogen und geschlagen, was den anderen als Beispiel galt. Die Sache war klar, er musste sich eine neue Rolle erfinden, und zwar Bauer Bodo. Bauer Bodo, ja? Okay, was muss ich tun? Zuerst muss ich mich gut tarnen, damit ich als Mitglied des gewöhnlichen Volkes durchgehe. Stofffärben im Kamin, um gewöhnliche Kleidung zu fertigen. Okay. Mit der Einführung des Protagonisten Bauer Bodo wird dieses Theaterstück viel größeren Einfluss haben. Ja, gut. Nicht genug Inspiration. Wir gehen erstmal an den Kamin und gucken, ob wir uns hier dieses Zeug einfärben können. Stofffärben. Das können wir gleich machen. Ach so, nee, warte mal. Dafür brauchen wir 3 Simse und eine Stoffrolle. Say no more. Dann gehen wir halt nochmal shoppen, ne? Ich glaube, er kann eher Blumen... Er kann auch welche sammeln. Also theoretisch könnten wir auch probieren, ob wir Simse zumindest selber sammeln können. Dann müssen wir nicht so viel Geld ausgeben, was wir nämlich nicht haben. Ich spare doch immer noch auf ein Techtelmechtelbett. Da kann ich jetzt nicht all mein Geld für Simse ausgeben hier. Vielleicht haben wir ja Glück.
Oh, tatsächlich, wir haben Simse gefunden. Dann machen wir das gleiche jetzt hier nochmal und dann müssen wir aber trotzdem nochmal in den Dorfladen für den Stoff. Noch mehr Simse. Ach nee, warte mal, da waren gar keine Simse drin. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall genug. Objekte oder Ausrüstung? Nee, Objekte wahrscheinlich, ne? Stoffrolle. Eine sollte ja reichen. Oh, und ich hätte auch immer noch. Wir brauchen auch immer noch die beiden Karten, ne? Ich habe mir überlegt, ich hätte gerne, dass wir vielleicht die Karte von Gastrobach, dass wir die mit dem Händler kaufen, wenn wir da mal einen haben, und die Karte von Effenmund, eine nautische Landkarte, die den Weg zu einer unbekannten Insel zeigt, mit Betsy tatsächlich. Das fände ich eigentlich ganz cool. Aber jetzt gucken wir erstmal hier weiter. Inmitten der geschäftigen Stadt nahm Simon der Troubadour ein Stück weiter plötzlich Tumult wahr. Simon drängte näher und bekam eine unglaubliche Szene zu Gesicht. Zwei Räuber drangsalierten eine hilflose Mutter mit ihrem kleinen Kind. Scheinbar wollten die Ganoven ihr eine Tasche entreißen. Wow, wie arschig. Wir helfen natürlich der Mutter. Diese Ungerechtigkeit durfte nicht geduldet werden. Simon der Troubadour sprang in Aktion. Ich hoffe, das ist gut gegangen. Geh mal nach Hause, Simon. Simon stürzte in das Gewühl und schrie: Halt, Diebe! Glücklicherweise haben die Räuber Simon nicht kommen sehen und der zeitlich perfekt abgepasste Angriff brachte beide augenblicklich zu Fall. Die Mutter murmelte zitternd ein paar Worte des Dankes und lief mit ihrem Kind davon. 100 EP erhalten und Stimmung siegreich. Oh, voll schön. Das war doch mal richtig wholesome. Und wir haben auch noch EP dafür bekommen. Richtig gut. So, wir sollten jetzt in der Lage sein, diesen Stoff hier zu färben, damit wir uns in Bauer Bodo verwandeln können. Gewöhnlicher Stoff, genau. Das machen wir jetzt mal. Und dann kann er eigentlich schon wieder pennen gehen. Weil es ist einfach schon wieder Mitternacht. Vielleicht spielen wir aber vorher noch ein kleines Liedchen auf der Bühne. Damit wir ein bisschen Geld bekommen. Puh, das stinkt vielleicht. Egal, dadurch wird meine Tarnung glaubwürdiger. Ja, wir spielen jetzt noch mal ganz kurz hier Werkesloh, hier bin ich geboren. Um ein bisschen Geld zu verdienen. Und ein paar EP zu farmen. Okay, das war schnell vorbei. Und dann darfst du schlafen gehen, lieber Simon. Wie sieht's denn aus? Wir sind auf jeden Fall bei der Questleistung jetzt im goldenen Bereich schon, was gut ist. Wir müssen zwangsweise eigentlich mit Platin abschließen, damit wir genug Königreichspunkte für das Königsballfeld bekommen. Das heißt, da muss ich diesmal besonders drauf achten. Genau, jetzt können wir uns verkleiden als Bodo der Bauer. Wir müssen aber auch noch das Theaterstück fertig schreiben. Ich glaube, dafür müssen wir morgen erstmal noch ein bisschen Inspiration sammeln. Och nee, Simon ist schon wieder auf Entzug. Wir müssen uns wirklich dringend ein größeres Bett kaufen und ich glaube, wir müssen vielleicht unsere liebste Samantha zu uns einladen. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir uns erstmal was zum Frühstück. Zwiebelsuppe, genau. Ja, und dann, wie ging das denn nochmal mit Einladen? Ich glaube, das kann man am Nachrichtenposten, oder? Wo bin ich? Hallo, Entschuldigung. So, da ist der Nachrichtenposten. Oh, da ist schon wieder jemand in der Grube der Verurteilung, aber wenigstens diesmal in einen Kampf verwickelt und nicht in ein Techtelmechtel. Okay, Sim nach Hause einladen. Genau. Dann können wir kurz mit Samantha ein paar Küsse tauschen. Und dann sollte es ihm hoffentlich wieder besser gehen. Hausherrin Samantha, genau. Dann geh du doch auch mal wieder nach Hause. Ich komme natürlich gerne. Bis bald. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, bis sie ankommt, sammeln wir noch ein bisschen Inspiration in der Schenke, oder? Das klingt doch ganz gut. Inspiration sammeln. Bisher haben wir nur Liebe. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden können, was da passt. Oh, da ist Samantha. Wunderbar. Hier. Dann können wir. Was willst du von meiner Freundin? Bauer Kenneth. Halt dich zurück. Wir loben nochmal ihre Schönheit. Wir umarmen sie romantisch. Wir küssen sie. Ich weiß nicht, ob Küssen schon ausreicht oder ob wir sie leidenschaftlich küssen müssen. Oh, sollen wir sie fragen, ob sie seine Freundin sein möchte? Wir blicken ihr mal tief in die Augen und wisst ihr was? Und dann fragen wir sie einfach. Wir würden dich gerne umwerben, liebste Samantha. Aber er ist schon auch cute, ne? Dem kann man nichts abschlagen. Ich wünschte nur, wir könnten Techtelmechtel haben. Hat sie ja gesagt? Oh mein Gott, sie hat ja gesagt, glaube ich. Okay, dann machen wir jetzt einmal noch kurz süße Nichtigkeiten flüstern und leidenschaftlich küssen. Und dann muss ich mich aber leider wieder konzentrieren, Samantha. Ich habe noch Arbeit zu erledigen. Wir haben jetzt Liebe, wir haben Kunst. Wir sammeln noch ein bisschen mehr Inspiration.
Thema Sport, Thema Essen und Trinken ist schon mal gut. Was haben wir denn für Tagesaufgaben? Zwei Gedichte schreiben und ein Gedicht aufsagen. Boah, gar keinen Bock. Gar keinen Bock. Wir sammeln jetzt, glaube ich, noch mal irgendwo anders vielleicht kurz Inspiration. Vielleicht hier an der Grube der Verurteilung. Da hat schon wieder jemand Techtelmechtel. Ihr wollt mich hart verarschen. Ihr seid doch alle krank. Ihr seid alle krank. Völlig krank. Mit dem Grubenmonster, wirklich. So zügellos ist nicht mal unser Bade hier. Oh mein Gott, aber ich muss... das muss ich noch mal kurz festhalten. Wie er hier gerade rumsteht. Oh mein Gott. Aber also beim Nachdenken sieht er jetzt gar nicht mal so attraktiv aus, ne? Simon wurde inspiriert, Folgendes wurde abgelegt, Thema Verbrechen. Oh, wer war denn da eigentlich gerade in der Grube? Ach, das war wieder Oliver, ja? Oh, boah, ich kann gerade über mein blödes Mikrofon wieder nicht die Tastatur sehen, deswegen muss ich mal gucken, wo C ist. Okay, wir haben jetzt Verbrechen, Essen und Trinken, Sport, Kunst und Liebe. Krankheit und Vergänglichkeit, das ist auch gut. Wir wollen ja schließlich ein Theaterstück schreiben, das die Bauern abschreckt, ne? Was ist denn hier eigentlich los? Wird hier gerade jemand zum Tode verurteilt oder was geht hier ab? Hallo Betsy. Ich habe keine Ahnung, aber wir gehen jetzt mal zurück in die Schenke und schreiben unser Theaterstück zuerst mal. Aber wir können nur... Nee, wisst ihr was? Wir schreiben erstmal noch diese Gedichte. Vielleicht reicht uns das nämlich schon, dass wir Level 2 erreichen und vielleicht können wir dann auch schon eine Tragödie schreiben und nicht nur eine Komödie. Was nehmen wir denn? Wisst ihr, was ich nenne? Dieses Gedicht. Gedicht. Ich mache mir nicht die Mühe, mir für jedes Gedicht einen neuen Titel auszudenken. Über Sport und Verbrechen. Schreiben wir das jetzt mal. Ah, ich glaube, die zwei Gedichte schreiben reichen vielleicht noch nicht aus. Okay, dann machen wir das hier noch über... Ah, über was will ich denn? Ich glaube, das Theaterstück schreibe ich über Essen und Trinken, Verbrechen und Vergänglichkeit. Dann machen wir hier jetzt noch Kunst und Liebe. Und nennen auch dieses Gedicht. Gedicht. Ganz kreativ. Ah, hat noch nicht ausgereicht. Okay. Aber wir könnten ja vielleicht noch ein bisschen auf der Laute spielen. Achso, wisst ihr was? Wenn wir schon auf der Laute spielen, dann machen wir das auf der Bühne. Oh, und wir können die Gedichte ja noch vortragen. Das hatte ich vergessen. Das ist ja auch die zweite Aufgabe hier. Ein Gedicht aufsagen. Dann können wir dafür... Da kriegen wir nicht nur EP, sondern auch hoffentlich noch ein bisschen Geld. Nein, nicht allzu viel, aber besser als nix, ne? Was ist mit dir denn? Hast du zu viel gesoffen oder was? Haben wir jetzt Geld dafür bekommen? Ich glaube nicht. Okay. Wir führen jetzt nochmal hier den Freudentanz von Fred Freude auf. Komm schon, ich will doch nur Level 2 erreichen. Und gucken, ob wir dann neue Theaterstücke freischalten können. Ey, aber das wird doch wieder nicht reichen hier. Ich sehe das doch schon. Oder? Vielleicht habe ich Glück. Oh nein, die Saiten der Laute sind gerissen. Ernsthaft? Okay. Neu beseiten. Und dann spielen wir nochmal ein Lied. Und dann müssen wir aber ganz sicher Level 2 erreichen. Okay, so. Laute spielen, nie wieder Techtelmechtel. Und ich schwöre, jetzt haben wir Level 2 sicher. Ja, okay, perfekt. Ja, neue Lieder freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch neue Theaterstücke freigeschaltet haben, aber hilft nichts. Wir können immer noch nur eine Komödie schreiben. Simon der Troubadour verdient weniger Geld, als er könnte, weil er kürzlich gespielt hat. Ja, ist in Ordnung. Okay, wie nennen wir denn unser Stück? Es geht um Essen und Trinken. Nee, wisst ihr, was wir machen? Verbrechen, Essen und Trinken und dann Vergänglichkeit und Krankheit. Einfacher Bürger, weil das soll ja für die Bauern sein. Wie nennen wir denn das Stück? Ungehobelte Bauern. Ungehobelte Bauern. Ist jetzt nicht so ein guter Titel wie der letzte, muss ich sagen, ne? Nee, aber mir fällt gerade nichts Gutes ein. So, dann schreiben wir das mal. Was ist das denn hier? Kürzlich gespielt. Sehr konzentriert. Wunderbar. Hey, und wir sind auch schon fast im Platin-Bereich. Es läuft wie am Schnürchen mal wieder. Gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr. Ah, okay, wir sind fertig. Ich finde, Bodo ist bisher die dramatischste Schöpfung. Was müssen wir denn jetzt damit machen?
Erstmal müssen wir uns verkleiden. Wie machen wir denn das? Wie mache ich das? Jetzt schlüpfe ich in meine neue Rolle, Bodo der Bauer. Habe ich das jetzt im Inventar? Gerste? Gewöhnliche Kleidung, Verkleidung anziehen. Ah ja, okay. Jetzt sehe ich aus wie ein richtiger Bauer. Nun wird es Zeit, ihre Gesellschaft zu suchen. Ja, ich bin mir sicher, die werden überhaupt nicht misstrauisch werden, wenn du jetzt hier ankommst. Aber gut. Dann gehen wir mal über Abfälle essen und in den Gassen schlafen reden. Okay. Schauen wir mal, Kollege. ob die das diesmal vielleicht ein bisschen besser aufnehmen, wenn das nicht so ein Hansel in Simple. Strumpfhosen vorbringt. Hey, er reagiert freundlicher als beim letzten Mal. Immerhin das. Boah, du sprichst ja wie ein feiner Pinkel, Bodo. Ha, vielleicht ist er nicht so ein guter Schauspieler, wie er dachte. Ich muss mein Niveau noch weiter senken, um einen Draht zu diesen Leuten zu finden. Wie machen wir das denn? Ich werde einem von ihnen ins Gesicht spucken? Wie unfein. Ich werde einem von ihnen einen dicken, feuchten Schmatzer geben. Nee. Nee. Das ist ekelig. Das machen wir nicht. Darauf hätte ich früher kommen sollen. Okay, wisst ihr was? Wen haben wir denn hier? Kenneth? Da. Du, Bäuerin Diana, du hast mich angepupst, jetzt werde ich dir dafür ins Gesicht spucken. Auge und Au um Auge, Zahn um Zahn. Oh Gott, das ist schon wieder eine so wilde Quest hier. Meine Güte. So, jetzt steh mal bitte auf, Diana, ich habe dir was mitzuteilen. Nonverbal mitzuteilen. Muss ich jetzt warten, bis sie ihren Wein ausgetrunken hat, oder was soll das hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist okay. Halt, stopp. Ich brauche einen guten Blick auf das Geschehen hier. Boah, das war übelst ekelhaft. Haha, der war gut, Bodo. Warte, was? Hat die sich jetzt darüber gefreut oder was? Bist du wahnsinnig? Was ist mit dir, Frau? Sag mal. Hier drüben wird jemand geslappt. Charlotte, die Bäuerin, slappt Aris, den Geldverleiher. Ja, sounds about right. Sounds about right. Was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt werde ich mich völliger Sittenlosigkeit hingeben. Wir betrinken uns. Aber erstmal machen wir uns was zu essen. Wir machen uns noch eine Lachssuppe. Und dann können wir uns betrinken. Bodo der Bauer. Wobei, ich verstehe jetzt nicht ganz, was das Verhalten jetzt mit dem Theaterstück zu tun hat. Ich dachte halt, dass er sich als Bauer verkleidet und dann so das Theaterstück aufführt. Aber vielleicht auch nicht. Ja, jetzt iss mal deine Lachssuppe bitte, mein Bester, mein Gütester. Dann ist mein Gerstenbier jetzt leer? Boah, ey. Wer hat mein ganzes Gerstenbier gesoffen? Was für eine Dreistigkeit. Das waren garantiert diese ganzen ungehobelten Bauern. Dann brauen wir uns halt neues Gerstenbier, ne? So, wie viel müssen wir denn davon trinken? Achso, warte mal. Getränk holen. Wie viel müssen wir davon trinken? Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich mehr als eine Portion. Wahrscheinlich auch mehr als zwei. Wir gucken einfach mal. Okay, voller Energie. Simon überkommt nach einigen Gläsern ein Schwindelgefühl. Mögen Heiterkeit und Frivolitäten Einzug halten. Ich glaube, dass sie schon genug Frivolitäten Einzug gehalten haben, ehrlich gesagt. Becher Nummer 2. Ey, wer ist denn hier? Hallo? Ach so, ich dachte gerade, das wäre unser Ordensführer, aber das ist der Juwelier Bartholomew. Der sieht auch sehr juwelierig aus, ne? Und wer bist du? Hanna, die Bäuerin. Ach, und Hausherrin Zementa ist auch wieder da. Wie schön. Wie schön, wie schön. Vielleicht können wir dann heute noch ein bisschen rumknutschen. Aber jetzt müssen wir uns leider erstmal betrinken. Hier, was haben wir jetzt beschwipst? Es hatte alles mit einem kleinen Schlückchen angefangen. Okay, na dann, Becher Nummer 3. Ey, sie setzt sich echt freiwillig zu diesen Stinkebauern hier, ne? Schauen wir mal. Ist er jetzt? Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Frisches Bier. Hey, aber ich habe. Also, so ein Besoffen-Merkmal gemutet habe ich jetzt hier nicht, ne? Boah, ich bin. Gut, das läuft geschmeidig. Jetzt muss ich wirklich ungehobelt werden. Wie werden wir denn ungehobelt? Einen Kampf verlieren, das wird wehtun, aber der Rolle mehr Pathos verleihen. Okay, gegen wen treten wir an? Gegen hier den Bartholomew? Kämpfen? Faustkampf. Oh Gott. Am Ende gewinnt er jetzt den Kampf auch noch aus Versehen. Er hat wirklich gewonnen?
Scheiße. Okay, dann treten wir, wisst ihr was, wir treten jetzt mal hier gegen Bäuerin Diana an. Vielleicht kann die uns ja, vielleicht kann die uns ja den Hintern versohlen hier. Wenn wir schon, wenn der Juwelier uns schon nicht schlagen konnte. Ja, perfekt, sie hat gewonnen. Wunderbar. Oh, was tut man nicht alles für die Kunst? Und um einen armseligen und doch einnehmenden Charakter darzustellen. Okay, was müssen wir jetzt machen? Das Theaterstück aufführen. Ah, will ich das schon machen? Wir sind noch nicht im Platin-Bereich, ne? Wisst ihr, was wir spielen? Erstmal, wir spielen erstmal kurz noch ein bisschen Laute. Oh, wir haben neue Lieder, genau. Wir können die Mittelalter-Melodie spielen. Was haben wir denn jetzt hier? Traurig. Ein Faustkampf verloren. Geschlagen. Ja. Es hätte, generell hätte es für ihn ein bisschen besser laufen können, ne? Aber was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles? Und er ist jetzt schon fast bei der Hälfte von Level 2. Voll gut. Wollen wir noch ein Gedicht aufsagen? Komm, wir sagen noch ein Gedicht auf. Ah, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viel Geld wir bekommen haben. Aber wir haben jetzt mehr Geld als am Anfang, als wir angefangen haben. Das ist echt gut. Und ich glaube, wartet mal, wir können auch... Genau, die Kunst des Trinkens haben wir schon aufgeführt. Dann können wir das jetzt verkaufen. Und die zwei blöden Gedichte, die wir geschrieben haben, verkaufen wir auch. Die will eh kein Mensch. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir führen jetzt dieses Theaterstück auf. Theaterstück aufführen, ungehobelte Bauern. Stelle einen Schauspieler ein. Wen stellen wir denn ein? Wer bist du? Emmeline, die Dienerin? Oder soll ich einen der Bauern selber verpflichten? Nee, komm, die sollen zuhören. Wir stellen Emmeline, die Dienerin ein. Guckt mal, Araminta ist auch gekommen. Bäuerin Rose wäre natürlich auch gut, ne? Zu spät. Oh, das ist bestimmt jetzt wieder ein Verlustgeschäft. 49 Simoleon. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ach, und jetzt... Oh, er ist schon wieder auf Entzug. Wo ist denn seine Freundin? Ist die schon wieder gegangen? Nein, ich glaube, die ist gegangen. Verdammt. Das ist natürlich jetzt blöd. Wisst ihr was? Ich werde jetzt einmal ganz kurz zwischenspeichern. Nur für den Fall, dass die Quest gleich endet und wir dann noch nicht im Platin-Bereich sind. So, und jetzt werden wir das Theaterstück beginnen. Ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es schon ausreicht, dass die Bauern irgendwas lernen. Die kamen mir sehr resistent vor. Aber vielleicht unterschätze ich die. Vielleicht unterschätze ich die ja auch vollkommen. Das kann ja natürlich auch sein. Hatte ihr gerade ins Gesicht gespuckt? Jetzt wird sie geküsst. Okay, alles klar. Hier, Bauer Edmund guckt schon mal zu. Das ist gut. Was ist mit dir, Bauer Kenneth? Wo ist Diana? Die säuft. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird sie hier geslappt. Unser Theaterstück ist zu Ende. 10 Simoleons. Als Simon der Troubadour geendet hatte, wurde die Menge ganz still. Die Bauern schüttelten beschämt die Köpfe und entfernten sich aus der Schenke. Sie würden sich gewiss daran erinnern, was dort vorgefallen war, und ihr unfeines Benehmen ändern. Wow, das war ja effektiv. Simon konnte jetzt in Ruhe ein Getränk zu sich nehmen. Das war deutlich effektiver, als ich dachte. Krass, geht ihr euch jetzt waschen, oder was? Ich fasse es ja nicht. Dann können wir dieses Theaterstück jetzt auch verkaufen. Los, raus hier? Achso, das sagt sie zu den anderen Bauern. Nicht zu uns, okay. So, dann holen wir uns noch ein Gerstenbier. Schade, dass Samantha nicht da ist, ne? Oh mein Gott, wir sind fertig, was? Simon hat Badelevel 5 erreicht? Wie? Wir waren doch gerade noch auf Level 2. Warum ist er denn jetzt schon auf Level 5? Das ist ja krass. Das ist ja komplett krass. Er kann jetzt tragische Theaterstücke und epische Gedichte schreiben. Er hat neue Lieder freigeschaltet. Okay. Wir haben 40 KP bekommen. Ey, voll geil. Das hat sich ja total gelohnt, die Quest. Mit einer Mischung aus Überzeugungskraft und List reformierte Simon der Troubadour die wilden Bauern. Zur Freude der feinfühligeren Einwohner von Zimmertalia verbesserten sich ihre Manieren ein wenig. Hä? Ich pack's nicht, dass er jetzt auf Level 5 ist. Wie ist das denn passiert? Oh mein Gott, aber wir können jetzt das Königsballfeld bauen, Leute. Aber wir können die nächste Quest trotzdem nicht mit Betsy spielen. Und das fände ich kacke. Aber, Leute, ich muss mich auch daran erinnern, das ist nicht schlimm, weil ich will die Effenmond-Quest mit ihr spielen. Dann bauen wir uns jetzt das Königsballfeld. Okay. Das Königsballfeld gilt als die größte Errungenschaft auf dem Gebiet des Ballsports. Ja, wisst ihr was? Let's do it. Perfekt. Und ich glaube, dafür müssten wir jetzt alle Anforderungen für die nächste Quest erfüllt haben, oder? Wir haben jetzt sogar noch 10 Königreichspunkte übrig. Und wir haben auch schon fast alle Gebäude jetzt. Wir brauchen noch einen Markt.
Und ich meine genau das petrische Kloster. Aber dann haben wir auch tatsächlich schon all der Helden. Voll geil. Okay. Ich überprüfe nochmal ganz kurz hier das mit dem Ehrenturnier. Genau. Wir können jetzt das, den Kandidaten aus dem Mortal ja stärken. Diese Quest können wir jetzt spielen. Die leider nicht, aber so ist es halt, ne? Gut, voll cool. Dann können wir uns im nächsten Video auf jeden Fall Spannbeck unter den Nagel reißen. Mega, mega cool. An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald mit einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss!